Ja, schönen guten Tag. Wir können Ihnen heute noch keine Kanzlerkandidatin anbieten, aber vielleicht wird das ja noch im Verlauf der nächsten Wochen. Vielleicht zunächst zur Pandemiebekämpfung. Es wird ja leicht vergessen bei den Kämpfen auch innerhalb der CDU, dass wir auch nebenbei eine Pandemie zu bekämpfen haben namens Corona und ein Infektionsschutzgesetz ansteht. Mittlerweile wissen wir, dass das Infektionsschutzgesetz des Bundes noch einmal verändert worden ist, dass es die Arbeitgeberpflicht gibt, Tests bereitzustellen, dass es Entschärfung gab, was die Ausgangssperre angeht. Dennoch finde ich, atmet dieses Gesetz tatsächlich nicht unbedingt zuallererst die Idee des Gesundheitsschutzes, sondern des politischen Konsenses. Wenn man sich anschaut, dass jetzt eine Inzidenz von 165 in Schulen herangezogen wird oder für Schulen herangezogen wird, um die Pandemie zu stoppen und Schulen zu schließen, ist das schon sehr ersichtlich, dass es da um politische Aushandlungsprozesse und Zustimmung zum Gesetz geht, aber nicht unbedingt zuallererst um den Infektionsschutz. Für meinen Teil reicht oder für unseren Teil als Linke reicht es nicht aus, dieses Infektionsschutzgesetz so zu beschließen. Was nach wie vor fehlt, ist eine Antwort auf die soziale Existenzfrage, gerade im wirtschaftlichen Bereich, Solo-Selbstständige, all diejenigen, die seit Wochen und Monaten ihren Geschäften nicht nachgehen können, beziehungsweise die daran gebunden sind, dass sie eine existenzielle Unterstützung kriegen. Im Nachhinein könnte man vielleicht sagen, hätte man vor einem Jahr entscheiden müssen, befristet eine soziale Grundsicherung einzuführen. Das ist nicht passiert. Allerdings die Hilfen, die bis jetzt auf den Weg gebracht wurden, reichen am Ende auch nicht aus. Insofern, wir stehen als Linke nach wie vor zu der Idee, eine bundeseinheitliche Pandemiebekämpfung auf den Weg zu bringen, aber auch aus unserer Sicht sehr deutlich Homeoffice-Pflicht, auch das Heranziehen der Wirtschaft, was die Pandemiebekämpfung angeht, wäre oberste Pflicht in diesem Fall gewesen. Das passiert nicht und deswegen können wir uns einfach nur auf die Position beziehen, dass es zu lasch und zu einseitig passiert. Zum zweiten größeren Thema für uns vergangene Woche und auch kommend in dem Wahlkampf, der vor uns steht. Linke Mietenpolitik hat in der vergangenen Woche eine Niederlage vom Bundesverfassungsgericht kassiert, allerdings nicht inhaltlich, sondern das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, aus seiner Sicht, dass die Länder keine Kompetenz haben, um eine soziale Mietenpolitik durchzusetzen. Für uns bedeutet das nicht aufzugeben, weil wir diesen Schlag ins Kontor der Mieterinnen und Mieter nicht akzeptieren können. Bis dahin, dass wir mit der Nichtigkeit des Gesetzes natürlich nochmal auch als Teil oder als Berliner Linke jetzt nochmal genau schauen müssen, wie ein Senat entgegensteuern kann und möglicherweise soziale Abfederungen machen kann, wenn es um Nachzahlung von Miete geht. Für uns als Bundeslinke bedeutet das aber ganz klar, dass für uns die Begrenzung von Mieten, Mietenstopp, Mietenmoratorium Teil des Bundestagswahlkampfes werden, weil sich mit dem Bundestag, mit der Wahl zum Bundestag auch entscheiden wird, ob wir im Bund tatsächlich eine soziale Mietenpolitik machen können. Und dafür kann ich Ihnen ganz deutlich sagen, steht die Linke. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das im Konkreten zu tun. Der eine Punkt wäre zum Beispiel im BGB die Mietrechtsparagraphen anzufassen und die Mietpreisbremse zu entwickeln. Es ist aus unserer Sicht keine schnelle Lösung jetzt auf den, also natürlich brauchen wir sozialen Wohnungsbau, das ist klar, das ist auch eine Grundfeste in den Forderungen der Partei Die Linke. Allerdings wird der Wohnungsbau nicht so schnell stattfinden können, wie wir die Begrenzung von Mieten brauchen. Und da will ich auch nochmal darauf hinweisen, auf die Meldung, die am Wochenende aufploppte, dass gerade Menschen, die finanziell nicht gut ausgestattet sind, von der Corona-Krise weit mehr betroffen sind als andere, weil es um beengte Wohnverhältnisse geht, weil es darum geht, sich Schutz, also Masken zum Beispiel, Tests nicht leisten zu können. Und deswegen haben wir da auch eine besondere Aufgabe, Menschen mit in sozial schwierigen Situationen noch mehr in den Fokus von Politik zu rücken. Und das ist auch der Auftrag der Partei Die Linke oder für die Partei Die Linke.
So, die alles überstrahlende Frage des heutigen Tages. Wer wird eigentlich der nächste oder die nächste Kanzlerin in der Bundesrepublik? Das werden wir alles sehen. Annalena Baerbock gratuliere ich als Frau im Sinne von Frau zu Frau und kann Ihnen, bevor Sie schon fragen, darauf antworten, wie ich die Kandidatur von Annalena Baerbock sehe. Wir werden als Linke uns überhaupt gar nicht in personelle Fragen anderer Parteien einmischen. Das müssen die Parteien schon selbst entscheiden für sich und ihren besten Weg finden. Für uns ist entscheidend, welche Inhalte wir mit Parteien umsetzen können. Und für uns ist entscheidend, dass es natürlich eine soziale, solidarische und ökologische Richtung hat. Alles Weitere wird sich nach der Bundestagswahl zeigen. Zur Kanzlerinnenfrage, Kanzlerfrage bei der Union bzw. Kandidatin. Ich finde, das ist in jeder Hinsicht das Zerstören von Vertrauen in Politik und in demokratische Prozesse. Das ist aus meiner Sicht für Wählerinnen und Wähler überhaupt nicht zu akzeptieren, was da passiert. Und insofern bin ich gespannt, was da noch kommt. Das ist in dem Fall kein Ruhmeszeichen für eine Partei, die im Moment die Regierung stellt. Als letzten Punkt von mir, Berichten des Spiegels zufolge, soll Innenminister Horst Seehofer die Aufarbeitung von illegalen Pushbacks in der Ägäis verhindern. Bedeutet also, Vorwürfe gegenüber Frontex, Flüchtlingsboote zurückgeschubst haben ins Meer, statt Geflüchtete zu retten und ihnen zu helfen. Aus meiner Sicht ist es eine sehr grobe Menschenrechtsverletzung, diese Zustände auch nur zu dulden. Dass deutsche Frontex-Beamte darin involviert sind, verschärft, finde ich, für Seehofer die Situation. Es hätte aus meiner Sicht nur die logische Folge geben können, das größtmöglich aufzuklären, aber nicht das Zurückweisungsverbot. Also in dieser Form auch zu negieren bzw. zu verdecken und auch da die Forderung von uns an Seehofer, größtmögliche Aufklärung und das Beenden dieser Praxis. Dass wir fordern, dass Frontex sowieso aufgelöst werden soll und es eine Möglichkeit des legalen Zugangs auch über das Mittelmeer, auch über mögliche andere Fluchtwege nach Deutschland zu finden, ist Ihnen bekannt, ist auch in unserem Wahlprogramm nachzulesen. Ansonsten werden wir in keiner Form dieser Verstrickung in irgendeiner Form dulden. Soweit vielleicht erstmal von mir. Wir planen jetzt keine Kanzlerinnenkandidatur, sondern eine Spitzenkandidatur. Janine Wisser und ich haben dazu auch eine Idee, wo ich der Überzeugung bin, dass wir innerparteilich auch als auch gesellschaftlich durchaus sehr konkurrenzfähig sind und das eine Idee ist, die auch dazu führen kann, die Linke zu stärken in diesem Bundestagswahlkampf. Aber heute werde ich darüber noch nicht reden. Voraussichtlich werden wir in der ersten Maiwoche mit unserem Parteivorstand die Entscheidung treffen. Naja, man koordiniert ja natürlich immer mit Menschen, aber eben auch mit Parteien. Und Parteien haben sich eigene politische Inhalte gegeben. Wenn unsere politischen Inhalte zusammenpassen, und das bedeutet eben nicht nur über die Bekämpfung des Klimawandels zu reden, sondern zu begreifen, dass auch der Klimawandel nur bekämpft werden kann, wenn wir eine soziale Absicherung und Existenzsicherung schaffen, dann kommen wir mit den Grünen übereinander. Ich würde im Gegensatz die Frage stellen, dass ich eigentlich nicht erkennen kann,
auch bei dem Programm und dem Auftreten von Annalena Baerbock, wie eine FDP oder eine CDU zu diesem Programm oder zu diesen Personen passen sollten. Ja, erstmal sind wir viel sympathischer. Das ist schon eine gute Voraussetzung, sich zu verstehen. Wir sind, was unsere Vorstellung der Bundespolitik angeht, natürlich auch mit unserem Bundestagswahlprogramm einen großen Schritt vorangegangen. Wir haben das ja vergangene Woche hier vorgestellt. Und für uns steht, ähnlich wie für die Grünen, auch die Frage der Klimapolitik im Zentrum unserer Politik. Aber wir beantworten die soziale Frage nicht mit einem Auch, so wie es Annalena Baerbock getan hat, sondern noch einmal, wir werden keinen konsequenten Kampf gegen den Klimawandel auf den Weg bringen können, wenn wir nicht soziale Existenzen sichern. Also das ist das A und O. Und das zieht sich faktisch durch alle Politikfelder. Insofern, wir sind bereit dafür, einen echten Politikwechsel in der Bundesrepublik zu tragen. Das bedeutet, die soziale Frage in den Mittelpunkt zu stellen. Das bedeutet, die Frage der Umverteilung in den Mittelpunkt zu stellen, weil ohne die Umverteilung des finanziellen Reichtums in der Bundesrepublik wird es wenig substanzielle Veränderung geben können. Und dafür stehen wir. Und Fakt ist, zu einer Politik, die Geborgenheit und Halt gibt, muss auch die Frage beantwortet werden, wie wir unsere Lebensgrundlagen sichern und schützen. Na, ich finde, dass gerade zwei Parteien vorführen, was zwei Männer in Konkurrenz miteinander austragen und was möglicherweise auch der Fall ist, wenn Frauen in solche Entscheidungen eingebunden sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, dass wir mehr Frauen in der Politik, auch in der Spitze, haben und deswegen habe ich ja eingangs gesagt, ich gratuliere Annalena Baerbock von Frau zu Frau, auch wenn wir uns inhaltlich durchaus noch miteinander auseinandersetzen werden. Aber mehr Frauen in der Politik braucht es auch, um Frauen zu ermutigen, also an der Spitze von Politik, um Frauen zu ermutigen, sich auch einzumischen und in die Politik zu gehen.